Vom völlig Einfachen zum Unvorstellbaren. Ultracycling explodiert zu einer Riesenszene weltweit. Jetzt sind schon Hunderte bis Tausende Starter bei Langstreckenrennen auf der ganzen Welt auf dem Rennrad am Start. Wer noch kein 24-Stunden-Rennen bestritten hat, weiß nicht, wie es ist. Nur eine Handvoll Fahrer auf der Welt schaffen es an die Spitze der längsten Radrennen der Welt. Meine 1000 Kilometer oder 1500 Kilometer ist natürlich eine ganz andere Belastung als knapp 5000 Kilometer. Das Rennen schlechthin ist seit mehr als 30 Jahren das Race Across America. 3000 Meilen nonstop. Der Rekord 8 Tage und 3 Stunden. Das Ziel unter 8 Tagen. Ja, die magische Grenze von 8 Tagen, die gibt es eigentlich seit es das Rennen fast gibt, seit über 30 Jahren. Bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Versucht haben schon viele. Fast in jedem Jahr hat irgendwie der Sieger oder der Favorit vorher gesagt, ich möchte unter 8 Tagen fahren. Ich weiß, dass es geht, ich weiß, dass ich es schaffen kann, aber es ist jetzt nicht mein Hauptziel, weil ich kann es nicht beeinflussen. Es hängt sehr stark vom Wetter ab und wenn das Wetter das nicht zulässt, dann ist es auch nicht drinnen. Und deswegen, wenn es ausgeht, ist schön. Ich weiß, dass es möglich ist, aber ich bin lieber als Erster im Ziel mit einer schlechteren Zeit, als ich bin unter 8 Tagen unter Dritter zum Beispiel. Es wird sicher sehr schwer, aber wenn alles stimmt, glaube ich sicher, dass es nicht unmöglich ist. Also ich meine, ich kann nicht hierher kommen und sagen, oder einfach fahren und dann, ich habe ja ein bestimmtes Ziel. Oder mein Ziel, ich bin eigentlich nur hier, um dieses Ziel zu verwirklichen. Weil ich habe ja gewonnen, ich habe einen Streckenrekord. Also von daher, weshalb soll ich nochmals teilnehmen? Und mein Ziel ist einfach, unter 8 Tagen zu fahren. Wird es einer der 3 Fahrer schaffen? Failure is always a possibility, and if it happens, you know, what can you learn from it? How can you improve? Wird es das Team schaffen, diese Reise zu bewältigen? Die Reise wird ihn über 54 Timestations durch 14 Bundesländer führen, mit Temperaturunterschieden von bis zu 40 Grad. Diese Serie wird beweisen, dass Ultracycling mehr als nur Radfahren ist. Es ist harte Arbeit, totale Hingabe. Es ist ein unendlicher Kampf gegen alles, was man nicht erwartet und alles, was nur mit unbändiger Kreativität gelöst werden kann.